Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, etwas fitter, etwas elanvoller als beim letzten Mal. Ja, gut, ich wollte euch was erzählen und besser gesagt gebe ich euch heute einen Tipp. Ja, also es gibt ja einige Autisten, die eine Pflegestufe brauchen und auch haben. Und jetzt ist bei mir so gewesen, dass ich das erste Mal jetzt. Als ich das erste Mal, als ich die Pflegestufe beantragt habe, da haben wir Besuch bekommen vom MDK, also dem medizinischen Dienst. Und die haben da Fragen gestellt und also mein Tipp ist, seid ehrlich und erzählt, wie es ist. Aber etwas, was ich gerne gebrauche, was man wissen sollte und was man auch, was einem wirklich hilft, ist, der MDK tut keine temporären Probleme, also nur Sachen, die vorübergehend sind, in seine Gutachten beachten. Also zum Beispiel, wenn man manchmal das Problem hat, dass man Motorikausfälle hat, Sprachausfälle und so, dann wird das nicht beachtet, außer es überschreitet einen Zeitraum von über 6 Monaten. Das ist etwas gewesen, das wir jetzt bei unserem aktuellen Gutachten erfahren haben. Und ja, auf jeden Fall war es dann natürlich ist es so, dass man dann, wie gesagt, in eine Pflegestufe eingestuft wird. Ich habe Pflegestufe 3 und entsprechend dem wird auch gefragt, wer pflegt nicht und so weiter. Also bei mir stehen als Pfleger meine Mom und mein Dad drin. Mit jeweils, glaube so 7 bis 11 Stunden, was aber überhaupt nicht, was, also ist schon ein bisschen wenig, weil ich meine, die kümmern sich viel mehr um mich, also ja. Pro Woche. Und das, wo ich mir dann gedacht habe, pro Tag kommt hin, aber pro Woche, naja, egal. Auf jeden Fall, wenn ihr dann irgendwann diesen ersten Schritt der Pflegestufe habt, dann ist es so, das ist etwas gewesen, was wir nicht mehr im Blick gehabt haben, darum erzähle ich es jetzt hier in diesem Video, nach ungefähr so 7 Jahren circa, also ich glaube, kann hin und her, kommt wahrscheinlich auch auf den Fall an, kann es sein, dass der MDK erneut kommt, um nochmal zu prüfen, ob sich der Zustand des zu Pflegenden verändert hat. Ja, wir haben dann auf jeden Fall jetzt durch die Corona-Lage hatten wir es dann etwas einfacher und haben dann einen Anruf bekommen. Und das war um 11 Uhr, also für mich mitten in der Nacht. Ich sage euch, ich war so matsch, ich kann euch auch fast nichts von diesem Anruf wiedergeben. Aber auf jeden Fall war es so, dass wir dann da nochmal beantworten mussten, hat sich was mit der Pflege verändert, hat sich was mit der Situation, in der Situation und so weiter verändert. Und ja, also einfach nochmal so eine Überprüfung, ob sich der Gesundheitszustand des zu Pflegenden verändert hat, was natürlich schon auch Sinn macht, weil es gibt ja auch so Sachen, wo man Pflege braucht, weil man zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte und sich dann aber danach wieder erholt. Und ja, das ergibt dann schon auch Sinn, dass man da, dass der MDK da nochmal nachfragt, braucht man die Pflege nochmal oder wie und wann und so. Ja, und dann ist es so, dass man dann ein Gutachten, also die schicken dann ein Gutachten an die Krankenversicherung und die schicken es dann wiederum an dich. Und jetzt kann ich euch so eine kleine Geschichte erzählen. Also unser Gutachten ist wahrscheinlich in ein Diktiergerät gediktiert worden. Auf jeden Fall sind da ein paar Sachen, die ergeben nicht unbedingt so Sinn. Und da hat meine Mom nachgefragt beim MDK, ob die das Gutachten nochmal verbessert. Und nein, der MDK verbessert oder tut an Gutachten nichts verändern. Also wenn ihr eine Veränderung an Gutachten braucht, dann ich kann euch noch nicht sagen, ob sie mit Krankenkasse, also die haben gesagt, man soll sich an die Krankenkasse wenden. Aber ob das dann so funktioniert, das weiß ich leider zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Ich habe euch da diesbezüglich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das habe ich jetzt, vergiss es dann wahrscheinlich. Aber ich werde es versuchen, mich daran zu erinnern. Aber auf jeden Fall, wichtig ist, dass man auf jeden Fall, wenn ihr die Pflegestufe habt, dass ihr wisst, dass es nach einer gewissen Zeit nochmal überprüft wird, wie der Status der Pflege, des Pflegebedarfs ist. Und ja, das ist etwas, was
was ich gerne vorher gewusst hätte, aber ich bin dann erstmal, für mich ist dann erstmal total das Zusammenbruchding gewesen. Ich hatte dann auch einen leichten Overload-Lebenskrisen-Moment und weil das war dann in dem Moment einfach zu viel mit der ganzen Geschichte mit Apple, wo wir gerade ja immer noch rumstreiten. Naja, ich hoffe so, dass wenn ihr das Video seht, dass es vorbei ist, aber ich bin nicht optimistisch, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Und eben dann dazu kommen dann auch noch das und dann war es einfach etwas zu viel für mich und ich war einfach so total. Ich war nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall, das war so alles, was ich euch dazu sagen wollte. Ich wollte euch nur daran teilhaben lassen, dass ihr diesen Tipp habt, weil ja, ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich es vorher gewusst hätte. Und ja, gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit dem MDK so waren und was ihr da so drüber erzählen könnt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald.